Hallo liebe Spielende, hier ist wieder Gary Metatron mit einem neuen Video zu Soma und wir sind mittlerweile in Omikron angelangt und hier können wir mal kurz nachlesen, was jetzt im Moment Stand der Dinge ist. Simon hat einen Kampfanzug gefunden, in dem sich eine Leiche befindet. Jetzt muss er sie anpassen, damit Catherine seinen Geist in die Leiche transferieren kann und sie ihre Fahrt in den Abgrund fortsetzen können. Dazu werden drei Komponenten benötigt. Etwa Strukturgel, ein Cortex-Chip, eines Roboters und ein Akku. So, wir sind nämlich in einem Körper drin mit unserem, ja, ich sag mal Brain-Scan, mit unserem Gehirnscan, den wir am Anfang gemacht haben, weil wir ja einen Autounfall hatten. Dann sind wir 100 Jahre später aufgewacht, die Erde ist vernichtet mit einem Meteor. Wir sind unter Wasser, wollen auf einen anderen Planeten oder ins Weltall mit der Arche. Das ist so die Kurzfassung. Und genau, jetzt wollen wir in diesen Kampfanzug hinein, weil wir können wohl nicht aus dem Anzug, aus dem, ja, wo wir gerade drin gefangen sind. Deshalb brauchen wir jetzt die drei Komponenten. Und das versuchen wir jetzt mal zusammenzustellen. Hier sind wir auch schon. Hier vorne ist der Anzug, in dem ist also schon jemand drin, nämlich Raylight Herber. Und da ist der Kopf eben oder beim letzten Let's Play abgezogen worden und der Anzug ist jetzt ja besetzt. Mal schauen, wie wir den jetzt reaktivieren können. Schauen wir doch erstmal hier auf den Computer. Heimatzug, Kampfanzug. Hochdruckkampfanzug, der eine Temperaturspanne minus 75 Grad standhalten kann. Gut, das ist ganz weit unten, könnte passen. Während im Inneren gleichbleibend 40 Grad herrschen. Ja, ist auch warm. Der Anzug schirmt den Träger automatisch vor Druck ab und kann den Normalwert von 1 ATM bis zu einer Tiefe von 5000 Metern beibehalten. Ich weiß nicht, wie tief der Abgrund ist, wo wir hinwollen, wo die Arche liegt, aber wird wohl schaffen. Wird er wohl schaffen. So, der Onboard-Controller überwacht den physischen Zustand des Trägers und kann die Risiken von Schock, Hyperventilation und sogar Dehydrierung reduzieren. Okay, trotzdem ist die da drin gestorben. Komisch. So, der Aufzug kann über rotierende Hals- und Handgelenksringe zur Fixierung der Handschuhe und des Hemds einfach zusammengebaut werden. Beachten Sie, dass die Gelenke nicht versiegelt werden, bis der Controller den Träger über eine Reihe von Sensoriksystemen identifizieren kann. Ach, zuerst mal muss ich da rein identifiziert werden. Okay. Manche Anzüge können für bestimmte Träger gesperrt sein. Normalerweise aber kann ein Anzug von jedermann getragen werden. Okay. Der Controller ist der Onboard-Computer, der über den Hauptleitwert, den Puls, die Hirnaktivität, die Körpertemperatur und den Stress misst. Diese Informationen werden dazu verwendet, die Nutzung so sicher wie möglich zu gestalten. Wunderbar. Jetzt wissen wir, was das für ein Computer ist. Jetzt Active Terminal können wir hier nicht machen. Jetzt müssen wir mal gucken, was als nächstes unsere Aufgabe ist. Ich soll den aktivieren. Wie soll ich den aktivieren? Vielleicht hier oben mit dem? Nein. Da ist ein Knopf. Kann ich nicht drücken. Aktiviere den Anzug. Was will die von mir? Ich rede mal mit ihr. Geht auch nicht. Catherine will, dass ich den Anzug aktiviere. Na, drücken wir mal den Knopf. Ui. Check your air supply. Also hier brauche ich Catherine wieder für das Omni-Tool. Das ist wohl der Weg in den Abgrund. Wie aktiviere ich denn jetzt den Anzug? Ach, da waren, glaube ich, noch mehr Informationen. Das war nur der Text. HK Ortho. Ja, wir sind in der Kleinbassstation da oben, würde ich sagen, im Norden. Okay. HK Aktivierung. So, dann aktivieren wir Sonde A. Der fehlt, der fehlt, der fehlt. D müsste es sein. Jawohl, das sieht gut aus. Not exactly grade A material. Don't write it off just yet. Remember what we found out at Theta. The suit you are wearing is basically just a Cortex chip working a few pints of structure gel, powered by the on-suit battery pack. And a dead colleague, Imogen Reed. Exactly. If you think about it, we're actually incredibly lucky. We found a suit with an already dead body inside. I guess you're right. What about the wow? What makes you think it'll play along?
It's not magic, it's algorithms. A set pattern. The WoW won't be able to deny us, even if it was capable of wanting to. I'm still not crazy about this plan. It feels wrong. Please, Simon, I can't give up on the Ark. I need this to work. So we need a Cortex chip, structure gel, and a battery pack. That's one hell of a shopping list. Thanks. I'll just hang around here if that's okay. I'll be back. Ja. Jetzt wissen wir Bescheid. Also der Hauptleitwert, Stromquelle, Cortex-Aktivität, alles klappt nicht. Ja, den Cortex-Chip, damit können wir die Aktivität aktivieren. Das Strukturgel, weiß ich nicht, wofür das gut ist. Naja, wir müssen uns jetzt ein bisschen was besorgen, auf jeden Fall. Die bleibt hier. Wir müssen einen Cortex-Chip, einen Battery-Pack und ein Structure-Gel. Okay, dann gucken wir mal, ob da hinten ein Battery-Pack ist. Ne, da kommen wir gar nicht rein, okay. Hier sind Stiefel, die brauchen wir nicht. Okay, da rein können wir nichts aktivieren, da braucht man das Omni-Tool. Also müssen wir suchen. Was ist denn hier? Hier ist nur eine Liste. Tja. Machen wir mal alle Schränke auf. Strukturgel. Wofür Strukturgel ist, weiß ich nicht. Ich weiß, wofür das Battery Pack ist, damit der Anzug wieder läuft und der Cortex-Chip, damit mein Gehirn reinkommt. Don't forget, we need a Cortex-Chip, Structure Gel and a Power Pack to get the suit ready. Ja, genau. Sie erinnert uns nochmal dran. Jetzt gucken wir erstmal hier in dem Raum nach. Strukturgel könnte ja hier in der Arztbasis sein. Das ist ja die Medizin hier. Tja, wo wir sowas alles finden, wie er sagt, das ist a hell of a Einkaufsliste. Ziemlich heftige Einkaufsliste. So, Cortex. Damit können wir erstmal nichts machen hier. Ja, wie immer bin ich natürlich an euren Ideen interessiert. Wenn ihr also irgendwelche Ideen habt, wie wir hier weiterkommen, wo die Sachen sind, dann schreibt es einfach in den Chat oder in die Kommentare. So, jetzt sind wir hier im Lagerraum. Mach mal das Licht an. Geht nicht auf. Warum geht's nicht auf? Alles abgeschlossen hier. Bücher, Bücher. Kerosin? Ne, Kerosin brauchen wir nicht. Wenn ich doch wüsste, wie ein Cortex-Chip aussieht. Und Strukturgel. Okay. Das scheint es wohl nicht zu sein. Hier läuft noch ein bisschen was. So, dann checken wir mal den Raum hier. Zwei rote Schalter. Oh. Da war wieder ein Monster. Ich hab's wieder genau gesehen. Uiuiuiui. Was muss ich machen? Ich bewege mich erstmal gar nicht. Das ist immer das Sicherste. ja. Also gucken wir mal hier drauf. Wir sind hier im Containment. Da ist es Biological Laboratory. Infirmary Deep Diving Prep Room. Da waren wir eben drin. Okay, dann sind wir im biologischen Laborator. Da wäre es bestimmt nicht schlecht reinzukommen. Hm. Was haben wir hier noch? Da waren wir auch schon. Oh, oh, oh. So, Containment B, Dressroom, Workshop. Das ist ein Notangriff. Fehler bei Lockdown aufheben. Oh, oh, oh. Ich habe jetzt einfach mal irgendwas gedrückt, ne? Weil ich wusste ja nicht, was passiert. Ah. Umleitungsprogramm wird gestartet, okay. Ui. Haben wir irgendein Spiel hier? Systemüberlastung. F3 Maschinenraum. Fehler erkannt. Ja, was müssen wir machen? Okay.
ewiger Albtraum. Stationsüberblick. Ich glaube, Mittelbereich. Omikron Lockdown. Also damit wir in diese Räume alle reinkommen. Oh, im oberen Bereich ist auch einiges rot. Power Room, Mess Hall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir wollen auf jeden Fall mal die roten Türen aufkriegen. Hier waren ja so rote Türen. Und ich soll hier bestimmt alle Dinge anmachen. Das ist, glaube ich, der Sinn der ganzen Sache hier gerade. So. Ja, sowas kann ich eigentlich ganz gut. Okay. Lockdown auf. Ah. Jetzt habe ich viel mehr Räume frei. Oh, da ist auch noch ein Computer. Heute wurde außerhalb der Omikron-Nebenstelle ein ungewöhnlich sedierter Orange Ruffy gefunden, der auf der Stelle schwebte. Er hatte bemerkenswertes Knochenwachstum, das seine Wahrnehmung zu stören schien. Naja, okay. Tod bei der Ankunft. Tod bei der Ankunft. Ein toter Mann, der heute Morgen auf der Aufzugsplattform gefunden wurde, wurde identifiziert als John Ross, den KI-Psychologen, der in Tau gearbeitet hat. Ich kann mir nicht im geringsten vorstellen, was da unten im Abgrund passiert ist. Und ehrlich gesagt werde ich mein Personal nicht riskieren, um da unten nachzusehen. Wenn das Arche-Team noch am Leben ist, was ich höchst bezweifle, dann werden sie einen Weg finden, uns ein Zeichen zu geben. Ohne guten Grund werden wir nicht wieder da hinuntergehen. Das bedeutet ja schon wieder, dass auch... Das Zeug kommt bestimmt alles aus dem Abgrund unten. So sieht es bestimmt aus. Der Abgrund ist die Quelle allen Übels. Und wenn ich darunter gehe, komme ich in die Monster-Festung. Naja, schauen wir mal. Im Moment wollen wir jedenfalls noch darunter kommen, damit wir mit der Arche abhauen können. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das nicht gut wird. So, ich glaube, jetzt komme ich ins Biolabor. Ja, genau, wird gescannt hier. Na komm, lass mich rein. Ich bin biologisch einwandfrei. Sehr schön. Okay, hier sind wir drin. Im Clean Room. Hier sind viele technische Geräte. Hier könnte Strukturgel, hier können Akku sein, hier könnte eigentlich alles sein, was wir suchen. Oh, und hier können Toter sein. Eine Dusche. Der hat sich den Kopf weggeduscht, oder was? Der hat von innen abgeschlossen. Faszinierend. Okay, gucken wir mal hier. Was liegt hier so rum? Da ist auch nichts Besonderes. Das sind alles nur so Sachen, die man bewegen kann. Ich mache mal die Tür zu, damit von hinten nichts reinkommt. Dann werde ich auch nicht zu sehr geschockt. Alle Dinger zu. Ah, Bilder. Das ist eine schwarze Flüssigkeit in einem Reagenzglas mit Strom. Die schwarze Flüssigkeit hat sich ausgeweitet. Die schwarze Flüssigkeit wurde noch größer und dann war sie riesig. 26 Stunden wohl. Strukturgel bei Theta, Testformel, gespaltener Plan, suboptimal, Schaltkreis nachgeahmt, voriges Ergebnis prüfen, ja, bei Theta gefunden wohl. Okay, das heißt, das Vieh hier haben sie wohl irgendwie selbst entwickelt. Keine Ahnung, was es ist. So, hier ist ein Bild. Haben sie eine Ratte implementiert? Die haben hier irgendwelche medizinischen Versuche gemacht. Okay. Die arme Ratte. So, gucken wir doch mal hier. Das Strukturgel wurde aufgeladen und hält tatsächlich eine Weile. Sogar wenn man es von einer Stromquelle trennt. Wird es auf Schaltkreise angewendet, scheint es die Konnektivität zu fördern. Das schwarze Zeug ist Strukturgel. Das suchen wir, damit wir den Körper wieder ins Laufen kriegen. So habe ich das jetzt wohl verstanden. Anscheinend ist es nicht nur die Konnektivität, sondern auch die Funktionalität. Das Gel steuert die Effektivität und Arbeitsleistung einfacher Maschinen. Die Modifikationen, die die WAU am Gel vorgenommen hat, sind aber voller zusätzlicher Informationen, die nicht unbedingt Sinn ergeben.
Wird das Gel dagegen auf eine komplexe Maschine angewandt, wirkt es beim neuen Wirt wie ein Krebsgeschwür, an dem dieser dann zugrunde geht. Wir könnten das Geld zu unserem Vorteil nutzen, aber dazu muss es vorher unkalibriert werden, um den Schadcode herauszufiltern. Okay. Habe das Gel auf eine tote Maus angewandt. Das Gel brachte die Maus zurück ins Leben. Zombie-Gel. Sie wurde dann in dasselbe Habitat gesetzt wie eine lebende Maus. Die wiederbelebte Maus war teilnahmslos. Da stand gerade Zerstöre, wow. Während die Lebende gestresst wirkte. Nach 15 Minuten griff die wiederbelebte Maus die Lebende an und tötete sie. 30 Minuten später hörte die wiederbelebte Maus auf, sich zu bewegen. Der Leichnam war fest, da sich das Gel darin erhärtet hatte. Okay, das Gel ist nicht gut. Habe noch eine Maus mit Strukturgel wiederbelebt. Dieser Versuch erfolgte mit unkalibriertem Gel von Eames. Die Ergebnisse waren beeindruckend. Das Ding wirkt kategorisch, ist aber mehr als ein Schlafwandler. Katatonisch, so heißt es. Zur Vermeidung einer Aushärtung wird bei der vorigen Maus, wie bei der vorigen Maus, wird mit Hilfe von Elektromagneten eine schwache elektromagnetische Strömung im Tier erzeugt. Dies hat uns außerdem ermöglicht, es eingeschränkt zu kontrollieren. Aha. Mit Strom klappt das Strukturgel besser. Darum brauche ich den Akku. Haha. Langsam habe ich es raus. Grundsätzlich bleibt das Strukturgel unverändert. Es ist immer noch dasselbe vernetzte Gel mit ausreichend Graphen in einer mehrfach umgesetzten Matrix. Das Problem ist nicht das Gel, sondern die Wau, die sie steuert. Das Gel hat keinerlei neue Eigenschaften angenommen. Die Wau benutzt sie einfach nur auf eine Art und Weise, die wir uns niemals erträumt hätten. Okay. Alles spricht dafür, dass sämtliche deformierte Kreaturen, also der Fisch, die Haie und sogar die Helper von der Wau über das Strukturgel manipuliert wurden. Auf irgendeine Weise sind sie dem geladenen Gel ausgesetzt gewesen, was bei ihnen zu krebsartigen Geschwüren führten, die dann den gesamten Organismus betrafen. Hier nach den Gründen zu fragen ist schwierig, da wir ja vor einer KI reden. Aber alles begann kurz nachdem die Erdoberfläche von dem Asteroiden zerstört wurde. Ich kann nicht beurteilen, ob es um Schadcode oder eine umsichtig programmierte Gnadentötung handelt, aber es ist nicht danach aus, als ob es Überlebende leichter machen würde. Überleben leichter machen würde. Blablabla. Nachdem der Meteoroid eingeschlagen ist, wir wissen schon wieder ein bisschen mehr. Ich würde sagen, das ist eine außerirdische Lebensform. Haha. Aus dem Meteoroid. Und hier kommen wir jetzt rein. Gel. Unkalibriert. Nein! Och Mensch. Kontrollchip-Funktion. Wartung erforderlich. Ich brauche dieses Gel. Lass uns mal hier die Klappe gucken. Ja, ein Kontrollchip. Und jetzt? Na, den packe ich mal hier rein. Ne, geht nicht. Hier rein? Ne. Oh, oh, oh. Tja, was mache ich mit einem Kontrollchip, der gewartet werden muss? Ja. Strukturgel, ne, was, ja, nichts gesehen. Toll. Gehen wir mal hier rein. Vielleicht wissen wir jetzt gleich was mehr. Dispense Gel. Ah! Da ist ein Chip. Seht ihr? Tue ich gerade das Gel da drauf auf den Chip. Dann gibt es einen kleinen Strom. Oh, und da wechselt es. Interessant. Das Gel liebt Elektronik. Dann nehmen wir uns das doch mal. Okay. Oh. Eine tote Ratte. Die nehmen wir uns auch mal. Die können wir uns auch nicht nehmen. Mit Elektronikanschluss. Die ist noch frei.
hier packen wir jetzt mal unseren Chip rein, würde ich sagen. Jawohl. So. Und den sollen wir warten. So. So, dann tun wir das Gel da drauf. Okay. So, jetzt ist unser Chip auch aktiviert, würde ich sagen. Den nehmen wir uns jetzt mal. Boah, ich bin ja so ein Computerfreak. Ich kann sogar außerirdische Lebensformen oder irgendwelche Strukturgel auf sowas drauf machen. Korrekt. So, jetzt müsste das Ding hier wieder laufen. Gucken wir mal. Perfekt. Jawohl. Gut. Damit haben wir schon mal die erste Lösung. Wir haben das Strukturgel. Dieses schwarze Sabberzeug. Ja, jetzt suchen wir einen Akku. Und... Oh, das habe ich schon wieder vergessen. Akku. Für Strom. Und Cortex-Chip. Genau, irgendwie ein Computerchip oder sowas. Jetzt weiß ich es wieder. Gut, dann schauen wir doch mal, was da vorne noch ist. Ja. Licht